Es ist mal wieder Zeit für ein Aufräumen, Ausmist, Umsortier, Video. Es geht um unsere Wintersachen, die irgendwo einen Stauraum benötigen. Und da nehmen wir euch heute mit. Wir sind Anja noch hinter der Kamera. Ich bin Ilan. Es freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen in unserem Tiny House. Ihr kennt das ja schon, jedenfalls diejenigen von euch, die uns schon länger folgen. Wir haben hier sehr, sehr viel Stauraum, nämlich diese gesamte Küchenfläche hier ist eigentlich unser Stauraum auch, unterhalb der Küche zumindest. Aber wir haben so viel Kram, dass wir damit nicht auskommen, also dass es noch gar nicht reicht. Und das Ziel heute ist, hier mindestens eine Schublade, wenn es uns gelingt, ich hoffe schon, eine Schublade quasi aufzulösen, damit wir Platz schaffen für diese Wintersachen hier. Das wird noch sehr spannend, weil sie doch sehr viel Platz einnehmen, also mit den Schuhen zumindest. Warum hier unten rein? Weil wir ja eigentlich schon eine gesamte Reihe für Lebensmittel haben. Ihr wisst sicherlich schon, dass wir sehr gerne kochen. Jetzt haben wir aber noch die Situation, dass hier vorne in der Reihe, das zeige ich euch mal, auch noch sehr viele Gewürze drin sind. Guckt euch das mal an. Man kann ja hier eigentlich schon ganz gut erkennen, dass es sehr, sehr viel Zeug ist. Hier hinter sind schon die ersten Babyklamotten. Das heißt, wir werden versuchen, jetzt diese Schublade hier komplett aufzulösen und werden sie teilweise verschenken. Oder ganz ehrlich, wenn wir es dann noch behalten wollen, dann kommt das hier rein und irgendwo hin, oben wahrscheinlich auf unserer Arbeitsfläche, was auch am Anfang nicht so schön sein wird. Aber so vergessen wir es zumindest nicht, dass wir das jetzt auch langsamer aufbrauchen und der Rest kommt dann hier rein. Fällt mir wie immer sehr schwer, Anja weniger schwer als mir. Aber leicht ist auch nicht. Ne? Aber leicht ist es auch nicht, okay, mich von solchen Sachen zu trennen. Senfkörner zum Beispiel, Wacholder, ja, Sachen, die ich selbst, oder Zimtblüten, Sachen, die ich selbst verwende, oder hier Koriandersamen, ne, Sachen, die ich selbst verwenden würde, um meine eigenen Curries oder eigene Gewürzmischungen zu machen. Da trenne ich mich lieber von einer Fertiggewürzmischung, ehrlich gesagt, als von solchen Sachen. Also das fällt mir schon mal schwer. Dann war der zweite Einwurf, der mir jetzt gerade kam, dass wir vielleicht das Gewürzregal auch wirklich mal als Gewürzregal nutzen, weil zurzeit steht da eigentlich die Hälfte voll mit Teesorten und dann nochmal ein Drittel haben wir nur für die, also eine ganze Reihe nur für Nussmusse. Und das möchte ich jetzt gerne mal probieren, bevor ich mich davon trenne. Hier heißt es Schokolade und so. Das ist doch kein Gewürz. Heißt Schokolade und Nussmusse. Klar, wir nutzen das ja ganz gerne, aber ich möchte einfach mal sehen, was passiert, wenn wir so einzelne Gewürze wie Koriandersamen, die schmecken übrigens ganz anders als Koriander, sind auch in fast jedem Curry enthalten. Sehr spannendes Gewürz, finde ich. Und am Ende werden wir wieder sagen, die Hälfte muss weg. Kenne ich ja schon, Muskatnuss ist lebenswichtig, super, auch mit Kartoffeln. Also, ich bin sehr zufrieden, weil wir uns dafür entschieden haben, das Gewürzregal auch als Gewürzregal zu nutzen. Es ist jetzt tatsächlich mal ein Gewürzregal. Das waren die vielen Gewürze, die wir hier unten noch verstaut hatten, weshalb wir sie wahrscheinlich auch nie verwendet haben, weil sie halt aus dem Auge, aus dem Sinn waren. So sehe ich das zumindest. Wir machen jetzt quasi den Härtetest im Alltag. Wenn wir hier diese Gewürze vor uns haben, nutzen wir sie auch. Und wenn nicht, dann kommen sie halt weg. Dann geht das nicht anders. Aber was ganz wichtig ist, ist noch, dass wir unseren Mörser hierher holen. Wir haben einen wunderschönen Steinmörser, womit wir dann eben unsere eigene Gewürzmischung zusammenstellen können. Und deshalb haben wir uns ja auch so schwer getan, weil jedes Gewürz, welches wir dann in der Hand hatten, hat irgendwie nochmal so eine Lust entfacht. Also optisch ist es jetzt noch nicht wirklich unser Ding. Es ist halt noch eine Testphase. Wir gucken, was übrig bleibt. Künstlerisch chaotisch. Jetzt ist natürlich die Frage, wo haben wir denn jetzt die Nussmusse und die Teesorten untergebracht? Das gefällt mir auch noch nicht so wirklich. Wichtig hier war uns, dass das, was wir eben täglich auch gebrauchen, dass das hier auch gleich griffbereit ist. Und dazu gehören halt auch die Smoothie-Gläser und hier für die Aufbewahrung und die Teller.
unsere Sachen und halt eben die wichtigsten Teesorten. Also wir haben ja nur diese Teesorten, das ist aber auch nicht wenig. Und die Nussmousse. Also die benutzen wir ganz gerne, beziehungsweise ist auch Sesammus mit dabei, wenn wir mal wieder einen Hummus machen oder so. Und hier ganz unten haben wir dann eben auch noch verschiedene Nusssorten und Saaten, beziehungsweise auch Haferflocken. Unsere Hefeflocken, Gemüsebrühe, aber auch verschiedene Essigsorten und Öle. Wir wissen, dass jetzt noch nicht alles seinen Platz hat, seinen festen Platz hat. Also das heißt, es wird hier noch einiges passieren. Es wird hier zum Beispiel auch, das haben wir zumindest vor, für unsere Gläser, die ja vorher hier drin waren. Hier waren die Gläser und Tassen drin, dass wir hier quasi dann eine Art Regal bauen, wo wir die dann unten ranhängen, dass sie nicht sofort vollstauben, also dass sie noch ein bisschen geschützt sind. Und ja, vielleicht oben dann eben Basilikumpflänzchen oder was auch immer. Das ist jetzt alles hier in dieser Ecke. Das heißt, wir haben die Gläser jetzt hier reingeräumt. Der Korb, den finden wir sehr schön, haben wir geschenkt bekommen. Und so staubt das jetzt erstmal auch nicht voll und sieht trotzdem schön aufgeräumt aus. Genau, Basilikum, braucht immer mal wieder Wasser von unten. Also lass mal gucken, wie wir das hier noch aufteilen. Es ist halt noch nicht 100%, wir sind noch nicht 100% angekommen, wo wir hinwollen, aber wir haben zumindest jetzt tatsächlich eine Schublade freigeräumt. Das zeigt euch Anja jetzt. Wir haben diese Schublade, die erste Schublade, freischaffen können. Wir haben uns von einigen Gewürzen trennen können. Die anderen sind ja, wie Ilan gesagt hat, im Regal gelandet. Das heißt, wir haben hier einmal ein Körbchen mit Gewürzen und Tees, alles, was wir so gefunden haben, welches wir unseren Freunden schenken werden. Und dann haben wir hier nochmals einen kleinen Schuhkarton mit den Lebensmitteln, die wir zu selten verwenden, aber unbedingt verwenden wollen. Das heißt, das werden wir ganz unschön einfach mal auf die Arbeitsplatte stellen und uns motiviert fühlen, alleine weil es uns so nervt, dass es darum steht, dass wir die Sachen schnell aufgebraucht kriegen. Und dann hoffen wir, dass wir die Sachen dann auch schnell loswerden. Was hier jetzt noch steht, sind noch so zwei, drei große Gewürzdosen, die wir auch nach wie vor so regelmäßig verwenden, dass es auch Sinn macht, die weiterhin im Großgebinde zu kaufen. Die werden auf jeden Fall noch rechts in unserem Zugwaggon, wo eh ausschließlich Lebensmittel zu finden sind, untergebracht. Das kriegen wir hin. Und dann hier nochmal ein kleines Körbchen. Auch mit klassischen Gewürzen, die wir wirklich regelmäßig auffüllen, wo es sich auch nach wie vor lohnt, im Großgebinde nachzukaufen. Was wir jetzt noch zu guter Letzt machen werden, ist ein bisschen umräumen. Bedeutet, die Babykiste wird jetzt unsere erste Schublade, unser erster Waggon. Dann haben wir hier unsere Saisonschublade mit den Saisonklamotten. Die wird dann eine Etage nach vorne ziehen, damit ganz hinten, also hinter der Spüle dann künftig, unsere Winterjacken als auch die Winterschuhe Platz finden werden. Und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Das hat überraschend gut funktioniert. Also wir haben jetzt hier unsere Winterstiefel. Das waren so die sperrigsten. Wir haben zwar auch noch so Boots, das sind aber so Herbstübergangsschuhe, die werden wir noch behalten. Hier sind unsere zwei dicken Winterjacken, die waren vor allem hinten in unserem Jackenschrank enorm platzraubend und schwer. Da freuen wir uns sehr, dass die jetzt erstmal für ein paar Monate verschwinden. Da kommt der Vincent rein. Da kommt der Vincent rein. Du kommst auch mit ins Podest. Und dann haben wir uns überlegt, damit die Jacken nicht einstauben, dass wir uns so Vakuumierbeutel kaufen, die wir bisher nur von Bettwäsche kannten, wenn wir mal umgezogen sind oder für Gäste Bettwäsche hatten oder Bettdecken. Dass wir die Jacken auch schön einvakuumieren, dann ist das Ganze noch platzsparender und kann dann für die Sommersaison im Küchenpodest verschwinden. Guck mal, das passt perfekt von der Höhe, ne? Mhm. So. Und vorne sind jetzt die Kindersachen? Genau, vorne sind jetzt die Kindersachen gelandet. Und da kommt dann ja jetzt eh Stück für Stück immer was Neues dazu, bis wir dann hinten die Kleiderkommode freiräumen. Guck mal, das sieht aber schon viel besser aus. Ja, ist das so gut sortiert schon. Es ist alles hier drin verschwunden, es hat alles reingepasst. Jetzt sieht es auch chaotisch aus, aber es ist für uns schon viel übersichtlicher, weil hier vorne in der Schublade alle Dinge sind, die wir zum Kochen brauchen, fast täglich. Hinten überwiegend Backzutaten, Mehle sind, die wir nicht ganz so häufig brauchen. Und dahinter nochmal die Großgebindevorräte, also auch hier aus der mittleren Schublade. Das Einzige, was nicht passt, sind unsere geliebten Hefeflocken.
die wir immer in der Größe kaufen und das brauchen wir auch, weil die richtig schnell aufgebraucht sind. Die werden also erstmal vermutlich im Waschmaschinenschrank verschwinden, wo auch immer unser 5 Liter Olivenöl aus Griechenland steht. Wir hoffen, euch hat das heutige Video gefallen. Wir sind auf jeden Fall nach wie vor, also auch Ilan jetzt am Ende, ne, ja, Ding, motiviert, hier weiterzumachen. Ich finde, der Frühling lädt auch immer dazu ein, hier so ein bisschen auszumisten. Wir werden jetzt mal alles testen, auf Herz und Nieren prüfen und dann nochmal erneut ausmisten. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne unseren Kanal und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!